Hey ihr Lieben, im Mai gibt es ja Gott sei Dank richtig, richtig viele Feiertage. Und das bedeutet für mich, dass ich erstens ganz viel schreibe und zweitens ganz viel lese. Und dadurch, dass ich echt verdammt viel gelesen habe, teile ich jetzt meinen Lesemonat Mai in zwei Parts auf, sonst wird es einfach viel zu lang. Und ich stelle euch jetzt einmal hier den ersten Teil meines Lesemonats Mai vor. Ich habe mich dieses Jahr zum ersten Mal bewusst an einem Dark Romance Buch versucht. Ich hatte mir auf der Leipziger Buchmesse nämlich Dark Prince mitgenommen. Ich finde es auch mit dem richtig coolen Farbschnitt. Und ich war echt sehr gespannt. Der Einstieg in die Geschichte gefiel mir einfach richtig, richtig geil, wie Florence da in diesen Club kommt, der total verrucht ist, wo man auch dann den Dark Prinzen kennenlernt und alles halt total anziehend, magisch, aber nicht auf eine Fantasy-Art und Weise, sondern einfach irgendwie so eine krasse Sogwirkung auf mich hatte. Ja, Florence macht dann etwas, weshalb sie dem Dark Prince quasi untersteht. Und an sich fand ich die Story richtig gut, also die Idee dahinter. Allerdings habe ich so ein paar Kritikpunkte. Zum einen liegt das daran, wie Florence in manchen Situationen reagiert. Denn das Ding ist so, hätte ich niemals reagiert. Ich dachte, es ist ein Dark Romance Buch. Es gibt richtig viel Spice in dem Buch. Teilweise auch Szenen, die so ein bisschen fragwürdig sind. Wobei es jetzt nichts Schlimmes an sich ist. Ich will jetzt hier nicht spoilern, aber sie schläft halt mit jemandem, der vorher ziemlich gemein zu ihr war. Und ich würde sowas niemals machen. Und sie macht es halt. Ich finde es nicht verwerflich, aber das sind einfach so Sachen, die ich nicht machen würde. Und keine Ahnung, wer mich irgendwie beleidigt oder ja nicht schlägt, aber halt uncool zu mir ist, dem würde ich den Mittelfinger zeigen. Das war's. Deshalb fand ich so zwischendurch so ihre Gedankengänge und ihre Handlungen nicht so hundertprozentig nachvollziehbar. Dann noch eine Sache, die ich ein bisschen unauthentisch fand, war der Dark Prince an sich. Also ich hatte meine Schwierigkeiten, ihn mir vorzustellen und mir auch vorzustellen, dass er das komplette Kartell, Drogengeschäft, wie auch immer, von London regieren soll. Weil wenn wir den Dark Prinzen kennenlernen, er wirkt halt nicht so krass. Also auf der einen Seite schon, aber ja, ich weiß nicht, ich hatte da echt so meine Schwierigkeiten. Ja, es kommen auch ein paar Szenen vor, die ich so ein bisschen unrealistisch fand. Klingt jetzt irgendwie doof, weil ich Bücher mit Drachen und Elben und sonst was lese. Aber sie sind zum Beispiel ganz oft bewaffnet und bringen dann Leute um. Und sie zünden irgendwelche Motels an und machen dann die übelsten krassen Karate-Kicks und so hier dieses Laufdingens, wo man über 1000 Sachen drüber springt. Ich weiß nicht, das war vielleicht so ein Tacken zu überzogen, weshalb so ein bisschen so diese Glaubwürdigkeit runtergeschraubt wurde bei mir. Nichtsdestotrotz, es gibt ein paar krasse Plot-Twists. Ein Cliffhanger am Ende, weil auch einfach noch nicht alle Geheimnisse oder, ja, ich nenne es einfach mal Geheimnisse, aufgedeckt wurden, die so im Laufe der Geschichte angesprochen wurden. Gerade auch bei dem Bruder von Florence, der im Prinzip so den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat. Ist jetzt kein Spoiler, da steht auch, ich weiß nicht, ob es hinten drin steht, aber ja doch. Von daher, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht war es auch einfach das falsche Dark Romance Buch zum Einstieg. Und ich vergebe dem Dark Prince, ich wollte gerade eins sagen, weil es der erste Teil ist. Nein, nicht einen Stern. 3,5 von 5 Sternen. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz warten, bis der Krankenwagen vorbei ist. Denn wie jedes Mal, wenn ich ein Video aufnehme, man hört es vielleicht, kommt ein Krankenwagen vorbei. Ja, es hat schon so seine Vorteile, direkt mitten in der City zu wohnen. So, ist weg. Das nächste Buch, das ich gelesen habe und euch vorstellen möchte, ist von der lieben Torit Larsson, Nordseewolken. Habe ich von ihr bekommen. Es ist eine richtig, richtig schöne Geschichte zum Wohlfühlen. Es spielt an der Nordsee. Es geht darum, dass unsere Protagonistin die Apotheke ihrer Tante übernimmt und auf diesem Weg auch zurück zu sich selbst findet. Denn sie war vorher in einer Beziehung und der Ex-Freund von ihr hat sie halt total nicht verzogen, aber sie hat sich halt komplett geändert. Und dort an der Nordsee findet sie halt auch wieder zu sich selbst zurück.
Mir hat das Buch unfassbar gut gefallen. Ich musste sehr, sehr oft lachen und lächeln. Es kommt eine Tierarztpraxis vor. Ich liebe Tiere ja. Für mich sind Tiere einfach stehen an erster Stelle. Und ich habe ja auch schon im Tierschutzverein gearbeitet etc. und setze mich auch für den Tierschutz ein. Deshalb immer, wenn Tiere irgendwo vorkommen, Pluspunkt, Leute. Nee, nichtsdestotrotz, ich mochte den Schreibstil. Es war einfach super schön geschrieben. Ich habe das innerhalb von ein paar Tagen abends im Bett gelesen. Es ist einfach eine lockere Wohlfühlgeschichte ohne große unnötigen Dramen. Und ich vergebe dem Buch deshalb auch 5 von 5 Sternen. Dann habe ich gelesen, jetzt muss ich noch mal kurz drauf gucken, A Gathering of Shadows. Das ist der zweite Teil der Reihe. Ich fand den Einstieg richtig gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Das ist auf Deutsch hier die 4 Farben der Magie, glaube ich, heißt das. Wo es 4 Londons gibt und jedes London hat eine Farbe und dementsprechend anders ist die Magie, die dann in den jeweiligen Londons gewirkt wird. Das ist der zweite Teil. Wie gesagt, Einstieg fand ich super interessant, auch gerade mit Delilah bzw. Lila, die unter die Freibeuter gegangen ist und mit ganz viel Geschick und Raffinesse sich unter Beweis stellt, fand ich, das hat mir richtig gut gefallen. Auch generell so diese ganze Piraten-Clique fand ich richtig cool. Kell kommt irgendwie nicht so richtig zur Geltung. Ich fand ihn in Teil 1 ja mega, mega cool. Gerade auch mit seinen Fähigkeiten, weil er einer der wenigen Atari ist, die zwischen den verschiedenen Londons reisen können. Den gesamten Mittelteil fand ich wirklich schwach. Also ich habe mich fast schon durch die Seiten gequält oder eher gelangweilt. Irgendwann kommt noch ein Turnier drin vor, wo Lila mit dran teilnimmt. Und hier kam sie mir einfach richtig unnötig, naiv und dümmlich vor. Das hat mich so genervt, weil sie am Anfang ja total die kluge, raffinierte Frau war. Und dann hier macht sie irgendwie so Sachen, wo ich mir denke, oh, boah, nee, ich weiß nicht. So, das ist eine Charakterentwicklung, die am Anfang, also die wirklich so nach unten geht, also abnimmt, fand ich super traurig. Ja, und Kell, von dem bekommt man irgendwie nicht so viel mit, außer dass er ja an seinen Bruder bzw. an den Prinzen gebunden ist. Und er hat halt dann so seine Probleme damit. Mal ist er glücklich, mal ist er traurig. Und irgendwie ist er halt für mich nicht greifbar gewesen. Also wenn ich jetzt ihn beschreiben müsste hier in dem Buch, keine Ahnung. Ich fand ihn einfach undurchsichtig. Das ganze Buch rückelt dann im Prinzip so vor sich her. Zum Ende hin wird es dann endlich mal spannend und so die letzten Seiten haben es wirklich in sich. Ich werde den dritten Teil auf jeden Fall noch lesen, weil ich schon irgendwie wissen möchte, wie es weitergeht. Ich habe jetzt irgendwie noch gesehen, weil ich jetzt auch mal wissen wollte, wie viel da jetzt noch kommt, dass es noch einen vierten Teil gibt. Ich dachte mal, das wäre eine Trilogie. Ich würde es davon abhängig machen, ob ich die Reihe beende, je nachdem, wie Teil 3 ist. Wie gesagt, ich habe mir das Buch damals in New York gekauft, hatte echt große Erwartungen, aber irgendwie, nee, hat mich das so ein bisschen kalt zurückgelassen. Also ich meine, es ist von innen super schön gestaltet, aber ja, 2,5 von 5 Sterne. Dann noch ein Buch, was mich total begeistern konnte. Und zwar spreche ich von Das Erbe der Seher von Christina Quills. Der erste Teil, der hat mich schon richtig gepackt, weil er mir heftige Shadowhunter-Vibes gegeben hat. Ich habe jetzt Teil 2 beendet und ich fand ihn noch mal besser und spannender als Teil 1. Und ich liebe einfach diese wunderbare Welt der Seher, in die wir hier eingefügt werden. Die Magie, die hier beschrieben wird, ist einfach anders. Sie macht total viel Spaß, denn die Magie wird hier im Prinzip mit den Elementen gewirkt und mit diversen Steinen. Das fand ich richtig cool. Unsere Protagonistin, die Valerie, die macht eine krasse Charakterentwicklung durch. Sie ist am Anfang nämlich beim Tempel der Seher, um dort ihre Fähigkeiten zu verbessern, weil sie ja noch relativ neu in dieser Seherwelt ist. Und sie möchte sich halt vor den Isgoi beschützen. Deshalb ist sie ein paar Monate im Tempel. Und ich finde es einfach so interessant, was sie da alles lernt, wie sie das lernt, wie sie aus sich herauskommt, wie stark sie eigentlich ist. Das hat mir so viel Spaß gemacht zu lesen. Dann kommt sie zurück nach Wittenberg auf das College, auf die Academy und wird halt vor krassen Entscheidungen gestellt. Sie fragt sich halt im Prinzip, wer noch hinter ihr steht, weil der Rat lässt sie krass im Stich. Und was dann passiert, ist so geil. Es ist so gut geschrieben, es ist so spannend, es macht so viel Spaß. Und das Ende, oh mein Gott, mein Hirn war so richtig
Was habe ich da gerade gelesen? Ich muss unbedingt Band 3 haben, weil es ein wirklich fieses, fieses, offenes Ende ist. Ich mochte den Sprachstil total, die Charakterentwicklung. Ich mochte die Beziehung zu Liam, wobei es hier so eine Andeutung, würde ich jetzt mal sagen, von einem Love Triangle gibt. Also sie, ihre Gefühle sind so ein bisschen hin und her gerissen. Das fand ich super interessant. Auch, wie gesagt, die Beziehung zu Liam, man spürt einfach richtig, wie sie noch an ihm hängt. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass die Liebesbeziehung oder auch Spice ja nicht an erster Stelle stehen. Denn für mich ist es einfach nicht wichtig in Büchern. Ich finde einfach so das Ganze drumherum, das Academy-Setting, die Herbst-Vibes, die hier rüberkommen, finde ich einfach so viel besser. Und also generell sowas viel besser als Spicy-Szenen. Von daher, das Erbe der Seher konnte mich total überzeugen. Deshalb bekommt es von mir auch 5 plus von 5 Sternen. Das letzte Buch, was ich euch zeige, war auf meiner 24 for 24. Ich spreche von Sirens von Michael Foss. An sich richtig nice. Also es geht hier um Sirenen, logischerweise, wie der Titel auch sagt. Und es ist das erste Buch, was ich lese, wo es auch bewusst um Sirenen geht. Ich überlege gerade, ob ich schon mal sowas gelesen habe, aber ich glaube nicht. Oder zumindest waren sie dann nicht so prägnant wie hier. Es geht darum, dass Regan ihr ganzes Leben vor den Antagonisten im Prinzip davonläuft. Sie landet dann in London. London ist meine absolute Lieblingsstadt. Ich möchte irgendwann, oder es war früher mein großer Wunsch, unbedingt in London zu wohnen und zu leben. Und wenn ihr auf London steht, hier kommen richtig krasse, heftige London-Vibes rüber. Auf jeden Fall wird sie dann eines Abends überrascht von jemandem, der behauptet, dass die Sirenen, also ihr Schwarm, noch existieren. Sie glaubt ihm natürlich nicht. Und wie es dann so kommt, glaubt sie ihm dann doch und wird dann so nach und nach in die Welt der Sirenen eingeführt. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht, das zu lesen, weil ich auch an sich super neugierig war. Und ich wusste auch am Anfang nicht, dass das halt so viel auf der, oder dass das halt in London spielt oder generell auf der Erde spielt, weil für mich sind Sirenen halt Wasserwesen. Und wie das alles so hier dargestellt wird, mega gelungen. Richtig, richtig geil. Ganz großes Lob gibt es auch, jetzt habe ich auch direkt die richtige Seite aufgeschlagen, für Shen, den Wasserdrachen. Sie ist super, super lustig, total niedlich, also eine richtig coole Begleiterin, super nice dargestellt, hat mir richtig gut gefallen, so die Dialoge. Es kommt natürlich irgendwann dazu, dass die Antagonisten immer näher kommen, aufrücken. Und ja, es endet mit einem krassen Plot-Twist. Ich hätte nicht damit gerechnet. Also klar, wenn so das Ende kommt, weiß man, okay, jetzt kommt einfach noch irgendwie was, weil es ja davon noch einen zweiten Teil gibt. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass sowas kommt. Ich war richtig so, wow, krass. Ich wurde richtig überrascht. An sich konnte ich, also fand ich Regan cool. Ich mag auch den Namen voll. Aber es gab so ein paar Stellen, wo Regan mir zu persönlich zu krass reagiert hat, zu overacted oder auch zu dickköpfig. Ich will jetzt hier nicht großartig spoilern, aber jemand sagt zu ihr, mach das nicht, mach das nicht. Und sie denkt sich, ah, die wollen mich alle nur verarschen, ich mach das. Das geht natürlich in die Hose. Ich weiß nicht, ich fand so zwischendurch mal so ein bisschen, ja, doof, dass das dann so passiert ist. Oder beziehungsweise ich hätte anders reagiert. Aber an sich, mega geile Geschichte, auch gerade weil es wirklich mal was anderes ist. Ich freue mich sehr auf Band 2. Ich wollte ihn auch zeitnah lesen, wenn ich meinen Sub, wenn ich den sehe, ein bisschen abgearbeitet habe. Und vergebe Sirens 4 von 5 Sternen. Ja, ich würde sagen, das war doch eigentlich relativ vielversprechend. Ihr könnt euch auf jeden Fall krass auf den zweiten Teil freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann!